Nach zwei Artemis-Testmissionen wird Artemis 3 im Jahr 2025 die erste Frau und den ersten Nicht-Weißen zum Mond bringen. Das SpaceX Starship wird sie auf den Mond landen, wo sie eine Woche essen, schlafen und arbeiten werden. Ja, und Wassereis für den Rücktransport zur Erde finden sollen. Nach über 50 Jahren ist die Menschheit wieder so weit, um zum Mond zu fliegen. Diesmal um zu bleiben. In dem Video heute schauen wir uns die wichtigsten Punkte auf der Artemis 3 Mondmission an, klären, warum das Starship am Südpol landen soll und was dabei die Herausforderungen sind. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Es gibt immer die Geschichte von wegen, der Mensch sei von Natur aus neugierig und das Entdecken liege in unserer Natur. Weil ich denke, wenn wir so um uns herum schauen, sind die wenigsten Menschen geborene Entdecker. Aber genau den Menschen, diese Menschen mit dem Entdeckergen, denen verdanken wir, dass wir die Wiege der Menschheit verlassen haben. Wie geht nochmal der Witz über die Europäer? Ja, wenn die Mehrheit der Europäer von Natur aus abenteuerlustig wäre, dann wären wir heute Amerikaner. Ja, die Amerikaner haben es gegen alle Widerstände wieder geschafft. Es gibt eine Mission zurück zum Mond. Und wie auch schon in den späten 60ern und Anfang 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, gibt die NASA die Losung aus. Es ist zum Wohle der gesamten Menschheit. Damit sich diesmal auch die gesamte Menschheit wirklich angesprochen fühlt, soll nun eine Frau und ein Nicht-Weißer den Mond betreten. Ich hatte es in den News schon erwähnt, also der Ausblick für dieses Jahr, ja, dass erwartet wird, dass die NASA dieses Jahr die Crews für die Artemis-Mission bekannt gibt. Auch wenn das natürlich super spannend wäre zu wissen, wer denn nun fliegen wird, müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Schon letztes Jahr wurden aber die 13 möglichen Landeregionen bekannt gegeben, die nun weiter auf ihre Eignung untersucht werden sollen. Während die Apollo-Missionen alle in relativer Äquatornähe gelandet sind, befinden sich alle 13 möglichen Artemis-Landeregionen am Mond-Südpol. Wobei in jeder dieser Regionen aktuell mehrere potenzielle Landestellen für Artemis 3 diskutiert werden. Das ist unter anderem deshalb so spannend, weil diese Regionen bisher noch gar nicht bei Landungen untersucht wurden. Weder robotisch noch im Apollo-Programm mit Menschen. Alle in Betracht gezogenen Regionen sind aufgrund ihrer Nähe zum Südpol des Mondes von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung. Ja, in diesem Gebiet gibt es dauerhaft beschattete Regionen, die reich an Ressourcen sein sollen und von Menschen bisher ja unerforscht sind. Besonders interessant dabei, mehrere der vorgeschlagenen Standorte in diesen Regionen gehören zu den ältesten Teilen des Mondes. Da es hier Bereiche gibt, die ständig beschattet sind, könnten hier gewonnene Proben auch ihrem Urzustand sehr, sehr nahe kommen. Durch die untersuchten Mondmaterialien könnten wir so mehr über die Geschichte des Mondes erfahren. Bisher sind bis zu 4 Weltraumspaziergänge auf der Mondoberfläche für Artemis 3 geplant. Eine der wichtigsten Aufgaben dabei natürlich die Entnahme von Wassereisproben. Ja, das Bild von einer Astronautin, die im Starship-Labor eine Kugel Eis in ihren Händen hält, ja, das wird mit Sicherheit ein Bild sein, was in die Geschichtsbücher eingeht. Jede dieser ausgewählten Regionen befindet sich innerhalb von 6 Breitengraden des Mond-Südpols und weist unterschiedliche geologische Merkmale auf. Wegen des flachen Einfallswinkels der Sonne können Zonen erreicht werden, die in ständiger Dunkelheit liegen. Allerdings, oder die sprichwörtliche Schattenseite, ja, das Nutzen jeder dieser Landezonen ist sehr eng an den Zeitpunkt des Startfensters gekoppelt. Ja, da soll die Auswahl mehrerer Regionen das Starten einer Artemis 3 Mission über auch das gesamte Jahr ermöglichen. Also sollte sich da was verschieben, muss man nicht unbedingt noch mal ein Jahr warten. Bei der Auswahl dieser Landezonen spielte natürlich die kombinierte Fähigkeit von SLS und Orion Raumschiff und des HLS Starship eine Rolle. Wenn wir noch nicht da waren, wie können wir dann einen Landeplatz auswählen? Ja, auswählen konnte die NASA die Gebiete in der Nähe des Mond-Südpols anhand von Daten des Lunar Reconnaissance Orbiters der NASA. Außerdem wurden alle aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse des Mondes bewertet. Wissenschaftlich interessant hin oder her, eine Landezone sollte natürlich eine sichere Landung ermöglichen. Ja, wichtigstes Kriterium muss da natürlich die Eignung für eine sichere Landung sein. Wie ich aus meinen begrenzten Kerbal Space Program Fähigkeiten weiß, geht es da um solche Kriterien wie Neigung des Geländes, wie zerklüftet ist das Gelände, die Lichtverhältnisse, aber auch die Möglichkeit, mit der Erde kommunizieren zu können. Die Landung soll dann so zielsicher erfolgen, dass sie in einem 100 Meter Zielkreis erfolgen kann. Ja, die Auswahl eines Landeplatzes hat ja bei Apollo 11 nicht so gut im Voraus geklappt. Fairerweise muss man sagen, dass die Mondkarten heutzutage viel genauer sind. Die NASA wird also der Crew nicht unbedingt ein Geröllfeld mit autogroßen Findlingen vorschlagen. Am Südpol natürlich besonders interessant, ja, das aus dem Orbit nachgewiesene Wassereis. Ganz klares Ziel,
nahe genug an einer dauerhaft beschatteten Region landen, ja, um der Besatzung da einen Mondspaziergang hin zu ermöglichen, aber gleichzeitig natürlich die eventuell gesammelten Proben nicht durch die Landung zerstören. Ja, so kann die Besatzung in einem ungestörten Bereich Proben sammeln und wissenschaftliche Analysen durchführen, die wichtige Informationen über die Tiefe, Verteilung und Zusammensetzung des Wassereises liefern könnten. Das ist natürlich eine Zwickmühle. Viel Licht für die Landung und Energieversorgung, jedoch gleichzeitig Nähe zu dauerhaft beschatteten Regionen. In allen ausgewählten Regionen gibt es Standorte, die über einen Zeitraum von 7 Tagen, also der geplanten Dauer der Artemis III-Landung, ununterbrochen Zugang zum Sonnenlicht bieten. Für Artemis wurde ja auch die Losung ausgegeben, wir gehen, um zu bleiben. Langfristig sollen längere Missionen und auch eine Basis etabliert werden. Der Zugang zum Sonnenlicht ist für einen langfristigen Aufenthalt auf dem Mond von entscheidender Bedeutung, das eine leicht zu nutzende Energiequelle darstellt. Energiequelle, das meint Strom, aber natürlich auch Wärme. Ist bekannterweise ungemütlich kalt im Dauerschatten des Mondes. Aber da gibt es dann halt auch das Wassereis. Und das könnte für langfristige Missionen zur Ressourcengewinnung wichtig werden. Das heißt, das Wassereis auf dem Mond ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht wertvoll, sondern ebenso, weil wir daraus Sauerstoff und Wasserstoff für lebenserhaltende Systeme und Treibstoff gewinnen können. Ja, die NASA nennt das Artemis-Programm ein Sprungbrett zum Mars. Wenn das bei den Technologien, die für den Mond im Rahmen des Artemis-Programms entwickelt werden, mit Sicherheit stimmt, mag ich nicht so wirklich glauben, dass eine Mission zum Mars den Umweg über einen Mondorbit gehen muss. Aber ich bin nur YouTuber und was weiß ich denn schon? Was meinst du? Erste Flüge zum Mars direkt aus dem niedrigen Erdorbit oder Zwischenstopp im Mondorbit? Schreib mir und den anderen doch gerne in den Kommentaren. Aber wir müssen ja erstmal zum Mond hin. Schauen wir uns vielleicht doch mal den Weg von Artemis III genauer an. Das Orion-Raumschiff zusammen mit dem European Service Modul wird die Besatzung von der Erde in die Mondumlaufbahn befördern. Orion ist aktuell nicht nur das einzige Crew-Raumfahrzeug mit Deep Space-Fähigkeiten, das diese Reise antreten kann. Es ist auch das einzige, das dazu in der Lage ist, die Besatzung mit Mondrückkehrgeschwindigkeit wieder heil zur Erde zurückzubringen, was Artemis I ja mit Bravour demonstriert hat. Wenn dich mehr interessiert, wie das SLS und das Orion funktioniert, unter dem Video habe ich meine Technik-Episoden zu allen Themen für dich verlinkt. Wie bei Artemis I wird die Besatzung erst in eine niedrige Erdumlaufbahn starten. Hier werden dann noch einmal alle Systeme gecheckt, bevor das RL-10 der ICPS das Orion samt European Service Module mit einem kräftigen Stoß in Richtung Mond schubst. Ja, die sogenannte Translunar Injection. Mehrere Tage wird sich die Artemis III-Besatzung dann auf den Mond zubewegen und mit Mitkurskorrekturen dafür sorgen, dass man auch da rauskommt, wo man hin will. Auch wenn beim Start von Artemis III da noch gar nichts ist und der Mond sich den Flug über erst zum Zielpunkt von Artemis III hinbewegt und dann mit seinem Gravitationsfeld das Raumschiff in seinen Bann zieht. Zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort wird Orion eine Reihe von Triebwerkszündungen durchführen, um das Raumfahrzeug in einen mondnahen, rechtwinkligen Halo-Orbit zu bringen. Über diesen NRHO, Near Rectilinear Halo-Orbit, könnte man ein eigenes Video machen. Kurz zusammengefasst, dieser spezielle Orbit ermöglicht eine nahezu konstante Kommunikation mit der Erde, braucht relativ wenig Energie, um ihn aufrechtzuerhalten und ermöglicht den Zugang zu allen Landestellen auf dem gesamten Mond. Sollte man zum Beispiel wie im Film Iron Sky feststellen, oh, Shackleton Crater, ja, der ist ja voll mit Nazis, kann man noch mal woanders hinfliegen. Wir mögen jetzt darüber witzeln, aber spätestens dann, wenn China seine ersten Crew-Missionen zum Mond schickt, wird sich wirklich die Frage stellen, wer wo forschen und Ressourcen abbauen darf. Für mich ist es keine Frage, ob China den Mond erreichen wird, sondern eigentlich nur wann. Aber sollte Artemis III wie bisher geplant 2025 soweit sein, wird es mit Sicherheit noch keine Chinesen auf dem Mond geben. Die NASA hat ja bekanntlich SpaceX mit der Lieferung des Landesystems beauftragt, das dann die Artemis III-Astronauten von der Orion in der Mondumlaufbahn hin zur Mondoberfläche und wieder zurück transportieren soll. Nach einer Reihe von Tests wird SpaceX mindestens eine unbemannte Demo-Mission mit dem Starship zum Mond fliegen, bei der Starship dann wirklich auf der Mondoberfläche landen soll. Wenn Starship dann alle Anforderungen der NASA und die hohen Standards für die Sicherheit der Besatzung erfüllt, dann wird es erst eine Artemis-Mission geben. Nächste Woche schauen wir uns dann im Detail an, wie dann die eigentliche Artemis III-Mondlandung mit dem SpaceX Starship ablaufen soll. Wenn du diesen geschichtsträchtigen Moment gut vorbereitet erfahren möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren.
Denn nur hier gibt es ja jede Woche die Neuigkeiten aus der Raumfahrt in den News und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen, wie diese spannende Technik eigentlich funktioniert. Butterweich und wohlfühlen. Ja, ein ganz großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrecht startet, durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ja, und meine Interviews mit den Ingenieuren und Experten in voller Länge. Wenn auch du Senkrecht startet dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft oder zum Senkrechtstarter Patreon. Aber ich freue mich natürlich auch über alle Superchats und Supers. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Mondlandung, Artemis 3, Starship. Ich kann euch versprechen, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.